Ist ein treuer Stammgast wertvoller als ein neuer Gast? Das ist eine nicht leicht zu beantwortende Frage. Nach den allgemeinen Regeln des Gastgewerbes würde man sagen, dass alle Gäste von gleichem Wert sind, die neuen ebenso wie die Stammgäste. In diesem Learnletter befassen wir uns mit der Gästetreue und wie Sie Ihre Gäste zu Wiederkehrern machen können. Bestehende Gäste an sich zu binden, kostet weniger und bringt höhere Margen als neue Gäste zu gewinnen. Warum ist das so? In einem Artikel des US-Magazins Harvard Business Review heißt es, dass die Akquisition neuer Kunden bis zu 25 Mal teurer ist als die Bindung eines bestehenden Kunden. Außerdem erhöht die Steigerung der Kundenbindungsquote um 5% die Gewinne um 25% bis 95%. Hinzu kommt, dass die bestehenden Gäste bereits kennen. Im besten Fall kennen sie demografische Daten hinsichtlich Alter, Familienstand, Herkunft und viele mehr. Nutzen Sie dieses Wissen in Ihrer Strategie, um einmal bestehende Gäste zu Stammgästen zu machen. Gäste zu Stammgästen machen. Das ist eine Gleichung, die wohl jeder Gastgeber versucht zu lösen. Wer sie tatsächlich löst, verschafft sich im Wettbewerb entscheidende Vorteile. Wichtig dabei sind vor allem diese zwei Punkte. Erstens, der erste Eindruck zählt. Für ihn gibt es keine zweite Chance. Und zweitens, der Gast zählt. Seien Sie persönlich. Helfen Sie dabei, dass sich Ihr Gast zu Hause fühlt. Die erste Hürde haben Sie geschafft, wenn Ihren Gästen der Aufenthalt gefallen hat. Maßnahmen zur Gästebindung können Sie dann noch vor der Abreise wahrnehmen. Fragen Sie Ihren Gast nach einer Bewertung auf einer Plattform wie beispielsweise Trusted Shops und bieten Sie im Gegenzug dazu einen vergünstigten Aufenthalt an. Ebenso bietet sich eine Gästebefragung an. Fragen Sie Ihren Gast via Offline- oder Online-Fragebogen, wie der Aufenthalt gewesen ist, ob er Verbesserungsvorschläge, Wünsche oder Anregungen hat, und verbinden Sie die Beantwortung dieses Fragebogens mit kostenlosen Goodies wie gratis Saunanutzung, gratis Kaminholz, einem Geschenkkorb mit regionalen Schmankerln oder ähnlichem bei erneuter Buchung. Schreiben Sie Ihren Gästen nach dem Aufenthalt eine E-Mail und bedanken Sie sich für den Aufenthalt. Machen Sie auf besondere Aktionen aufmerksam oder auf tolle Events, die Ihre Region ausmachen und vielleicht zu einem Kurztrip animieren könnten. Wichtig bei der Gästebindung ist es, dass Sie es schaffen, dass sich Ihr Gast besonders fühlt. Gehen Sie auf besondere Wünsche, wie beispielsweise eine späte Anreise, ein und machen Sie den Urlaub zu etwas Unvergesslichem, indem Sie Zusatzleistungen ausloben. Sorgen Sie dafür, dass neue Gäste Ihre Ferienunterkunft und Ihren Service lieben. Zufriedene, erholte und glückliche Gäste kommen gerne wieder und sind offener für weitere Angebote.